Danke. Ja, ich habe es immer gern gemalt und gezeichnet und schon als Kind. Die Kreativität kann man nicht so richtig ausleben, wie man das will. Und da habe ich das einfach gemerkt, wie viel Spaß mir das macht. Der Plan hat sich jetzt ein bisschen geändert oder ziemlich stark geändert, würde ich eigentlich eher sagen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Fahrrad- und Abenteuerfreunde. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mit einer ganz speziellen Episode. Es ist der zweite Teil des Interviews mit der Olga und dem Michel von rausgefahren.de. Das Interview startet jetzt gleich und falls du die beiden noch nicht kennst, die beiden sind vor 2 Jahren und 10 Monaten losgefahren und sind auf Fahrradweltreise gegangen, sind jetzt über 30.000 Kilometer gefahren und sind gerade in Chiang Mai in Thailand und das hat mich so sehr beeindruckt, dass ich mit den beiden ein Interview geführt habe. Wahrscheinlich hier oben findest du den ersten Teil. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, den ersten Teil anzuschauen. Der ist richtig, richtig spannend. Und jetzt im zweiten Teil geht es um Olgas große Leidenschaft, das Zeichnen, das Illustrieren. Ich blende dir mal kurz was von ihr ein. Es geht darum, wie sie diese Leidenschaft fast verloren hat und wie sie sie wiedergefunden hat auf der Fahrradweltreise. Und das finde ich so eine tolle Geschichte, dass ich sie mit dir teilen möchte. Und dann geht es auch noch darum, wie die Weltreise von den beiden jetzt weitergeht. Gib auf jeden Fall jetzt sofort bitte einen Daumen nach oben, dann hilfst du dem Video, dass es weiter oben bei YouTube angezeigt wird. Und ja, mich interessiert auch deine Meinung zu den beiden oder generell zu solchen Interviews. Wie findest du sowas? Soll sowas in Zukunft öfter hier auf dem Channel kommen? Ja, wir sehen uns in den Kommentaren und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dem Video mit Olga und Michel von Rausgefahren. Ja, also vielen Dank für die organisatorischen Tipps. Ich habe noch so ein paar Fragen, die mich echt interessieren. Bei der Vorrecherche, Olga, ist mir so ein Zitat auf der Website aufgefallen. Und du hast ja jetzt auch gesagt, dass du Verpackungsdesign studiert hast. Und ich habe auch gelesen, dass du ganz früh schon angefangen hast zu zeichnen. Und ich glaube, du hast da auch eine Ausstellung dann mit deiner Mama ganz früh mal zusammen gemacht. Und ja, so dieses Zitat auf der Website ist folgendes von dir, Olga. Du hast so gesagt, ich möchte auf unserer Reise die Künstlerin in mir wieder entdecken und weiterentfalten. Es ist meiner Meinung nach sehr viel inspirierender, auf dem Fahrrad in der Natur zu sitzen, als auf dem Bürostuhl vor dem Rechner. Und das ist schon ein krasses Zitat. Also ich glaube, da kann man sich mal Gedanken drüber machen. Aber ich möchte auch von dir einfach mal wissen, wie war das früher, also so mit deiner Kunst, wie lebst du die jetzt aus und wie war das ganz, ganz früher und als du noch klein warst und vor der Reise? Also vielleicht möchtest du da einfach mal drüber reden, weil ich glaube, die Zuschauer, wenn die auf eure Website kommen, die sehen auch ganz viel von dem, was du selber designt hast. Danke. Ja, ich habe es immer gern gemalt und gezeichnet und schon als Kind. Und dann habe ich Grafikdesign studiert mit dem Schwerpunkt Illustration. Und später bei der Berufssuche habe ich mich auf Verpackungsdesign konzentriert, weil ich das spannend fand und auch meine illustratorische Kenntnisse da umsetzen konnte. Aber als sozusagen neu im Beruf konnte mir das nicht trauen, irgendwie als freie Designerin oder Illustratorin zu arbeiten. Ich wollte schon einen festen Job, wo ich eins habe, der mir Jobs bringt und die ich einfach erledige und mein Geld bekomme, sagen wir so. Aber nach 3,5 Jahren Berufserfahrung habe ich einfach, ehrlich gesagt, nicht mehr so richtig Lust auf die Branche, weil es wird sehr viel von dir verlangt und sehr wenig dafür bezahlt, finde ich. Und quasi die Kreativität kann man nicht so richtig ausleben, wie man das will, weil man immer noch nicht so sein eigener Chef ist. Man kann nicht das genau machen, worauf man Lust hat. Ja. Genau, hat Vorteile und Nachteile. Und mit der Reise wollte ich einfach, dass ich jetzt mehr Zeit habe und mehr Muse haben zu malen und zeichnen. Und gleich am Anfang habe ich meinen Farbkasten, Malkasten eingepackt. So eine kleine Wasserfarben und ein paar Stifte.
Und dann sind wir losgefahren und ich glaube, das erste Jahr habe ich das einfach so mit mir rumgefahren, weil irgendwie es war immer irgendwas los, es passiert immer irgendwas und man musste sich an den neuen Alltag gewöhnen. Und dann, wie das Zufall das wollte, in Kasachstan ist uns die Kamera kaputt gegangen und wir waren mitten nirgendwo und wir konnten nicht mehr das festhalten, was so passiert ist. Und ja. Da habe ich so angefangen, so ein Tagebuch in Illustrationen zu führen. Und da habe ich das einfach gemerkt, wie viel Spaß mir das macht und wie toll das wieder ist zu zeichnen. Und wir haben so ein paar Bilder auch auf Facebook und so gepostet. Und das kam auch sehr gut an, weil es sehr einfach, so ein bisschen so ein humorvolles Stil. Und es irgendwie, die Leute haben das gemocht. Und das hat mir noch mehr sozusagen verstärkt. Das ist echt toll, wenn man ein gutes Feedback bekommt. Und seitdem zeichne ich und male viel mehr. Und das finde ich toll. Ich würde sagen, ich habe es mehr oder weniger so meinen Stil jetzt wirklich gefunden. Und das macht mir sehr viel Spaß, unsere Reise so zu dokumentieren. Cool, voll schön. Und ich glaube, die Dokumentation oder so, dass du deinen eigenen Stil gefunden hast, würde ich jetzt auch so von meinem Eindruck, den ich jetzt habe von eurer Website und von dem, was ihr veröffentlicht mit den Bildern, würde ich jetzt so unterschreiben, also voll kreativ, farbenfroh, verspielt. Ja, danke schön für die Insights, die du da jetzt so geteilt hast, wie das war mit der Berufswahl und wie die Leidenschaft da war und dann so dieses Arbeiten im Beruf und jetzt auf der Reise, wie das wiedergekommen ist. Ja, wenn man über die Facebook-Timeline von euch drüber scrollt, also die Zeichnungen kommen auch immer voll gut an, die sind ja auch mega witzig. Und ihr habt da, glaube ich, auch was für die, oder was heißt glaube ich, weiß es ja. Ihr habt da auch was für die Zuschauer. Ihr habt das vor ein paar Monaten mal so getestet, wie das ankommt. Ihr, also du zeichnest ja, Olga, so Postkarten von eurer Reise, die völlig individuell gestaltet sind und die man sich praktisch kaufen kann, die ihr dann individuell gestaltet und zu den Zuschauern zuschickt. Also so wollt ihr das mal beschreiben, bitte? Oder beschreibt es mal bitte, was ihr da macht, wie das aussieht, wie das abläuft mit den Postkarten. Weil ich finde die voll schön. Ja, wir machen von jedem Land, wo wir sind, so eine Postkarte und die male ich immer, quasi ich designe so die Postkarte für das Land. Und wenn die Leute die Karte bestellen, dann male ich immer eine neue Karte für sie mit dieser Landkarte, die ich mir davor überlegt habe. Es gibt aber auch eine Option, dass die Leute sich eine Wunschkarte bestellen können, dann male ich irgendwas, was sie da sehen wollen. Das ist auch ganz nett. Vielleicht deren Fahrradreise oder ja, alles mögliche. Das haben wir schon. Das haben wir schon. 3-4 Mal gemacht. Also da haben Leute uns dann, sage ich mal, Bilder geschickt von ihrer Tour oder was sie in Erinnerung haben. Und dann haben wir ja halt hin und her geschrieben und Skizzen gemacht. Genau, Olga hat Skizzen angefertigt. Und ja, zum Schluss kam dann quasi das ganz individuelle Kunstwerk bei heraus und ja, alle Seiten sind, glaube ich, echt fröhlich dabei. Also die Leute bekommen halt ja ein tolles Kunstwerk von Olga und wir können unsere Reisekasse ein bisschen aufbessern und unsere Reise dadurch halt verlängern. Also ja, es ist super. Ja, ist eine tolle Idee, die wir da hatten. Also gefällt uns beiden sehr gut. Und Olga malt die Karten dann halt und ich schreibe dann immer auf die Postkarten hinten quasi eine persönliche Nachricht und ja, dann versenden wir sie halt immer direkt aus dem Land, wo wir uns dann befinden, also wie eine normale Postkarte, sage ich mal, aber ja, halt mit sehr persönlichem Touch von uns und von unserer Reise. Wie waren denn die Reaktionen bis jetzt so von den Leuten? Also ich bin mal auf euren Shop gegangen, wo es die Postkarten praktisch gibt und da war eine, bin ich so mal drüber gegangen über die Rezessionen und da war, ich glaube, eine Frau oder ein Mann, weiß jetzt gar nicht mehr, die waren mega begeistert. Also denen hat es voll gut gefallen. Wie ist das so? Was bekommt ihr so für Feedback auf die Karten? Ja, absolut. Ja. Also die Leute sind super zufrieden. Bis jetzt haben wir kein negatives Feedback erhalten, sondern ne, durchweg positives Feedback. Und ja, es läuft auch wirklich sehr gut. Also da können wir uns auch an dieser Stelle auch natürlich einmal bedanken bei allen Leuten, die bereits bei uns eine Postkarte bestellt haben. Das ist klasse. Das ist
echt super. Wir freuen uns da riesig drüber. Vielen Dank. Cool. Danke. Ja, ich finde es echt eine geniale Idee. Ich verlinke die auch mal unten, die Postkarten, also wo es die gibt. Und ich will Ende des Jahres will ich nach Laos oder Kambodscha oder nach Laos und Kambodscha. Und ich glaube, ihr fahrt da demnächst hin, ist jetzt so mein Eindruck zumindest. Also wenn ihr da seid, dann bestelle ich mir auf jeden Fall auch eine von euch. Sehr cool. ja, jetzt, wenn wir schon dabei sind, wie die Reise, also jetzt von der Zukunft, wie sieht denn das bei euch jetzt aus? Ihr seid jetzt gerade in Thailand, in Chiang Mai, und wie geht denn bei euch jetzt die Reise weiter? Ja, also wir sind jetzt halt im Moment für 6 Wochen hier in Chiang Mai, wie gesagt. Wir machen hier ein bisschen Pause und arbeiten vor allen Dingen auch an unserem Blog und an unserem YouTube-Kanal. Also wir schreiben neue Beiträge und schneiden neue Videos und machen halt allgemein ein bisschen Pause einfach vom Radfahren. Das gefällt uns ganz gut, das ab und an mal zu machen. Und Anfang April, also irgendwie in 2 Wochen. Eineinhalb Wochen. Eineinhalb Wochen, genau. Geht's weiter. Okay. Und ja. Da freuen wir uns riesig. Wir freuen uns auf jeden Fall erstmal wieder auf die Räder zu steigen, genau. Ja, glaube ich. Also wir werden ein bisschen noch in Südostasien bleiben. Und also unser ursprünglicher Plan war eigentlich, durch Südostasien zu fahren und Richtung Süden nach Indonesien und dann nach Australien zu fliegen und durch Australien und Neuseeland zu fahren. Okay. Von da aus weiter zu sehen. Der Plan hat sich jetzt ein bisschen geändert oder ziemlich stark geändert, würde ich eigentlich eher sagen. Und ja, wir werden auf jeden Fall am nächsten Sonntag, also ich glaube am 30. oder 31. ist es dann, werden wir auch noch ein Video auf unserem Kanal veröffentlichen, wo wir auch nochmal genau auf die Route eingehen werden, die wir jetzt vorhaben. Aber ich sag mal so, als wir in Indien waren, haben wir uns überlegt, haben wir festgestellt, dass es ein sehr, sehr, sehr spannendes Land ist mit halt über 1 Milliarde Einwohnern und dass es so viele unterschiedliche Kulturen und Religionen und Menschen gibt. Und das super, super spannend für uns war. Und wir haben uns dabei dann überlegt, wie denn wohl das zweite Land auf der Welt mit über 1 Milliarde Einwohnern aussieht, nämlich China. Okay. Und haben uns überlegt, ob wir nicht vielleicht nach China fahren wollen. Und ja, so viel sei mal vorweg gesagt. Es geht jetzt langsam Richtung China. Und ja, wie es danach weitergeht, das veröffentlichen wir dann auf unserem Kanal in dem nächsten Video, was wir dann hochladen. Okay. Mega spannend, dass es da jetzt eine Änderung gibt in der Reiseroute, weil ihr habt die ja schon vorgeplant auf eurer Website und jetzt gibt es eine Änderung. Also ich bin gespannt, was ihr da sagt, also wie es jetzt nächste Woche dann weitergehen wird am nächsten Sonntag, wenn ihr den weiteren Plan veröffentlicht. Sehr gut. Ja. Okay. Jetzt habe ich eigentlich noch eine letzte Frage, sage ich jetzt mal. Seid ihr zu zweit unterwegs, aber ihr habt noch einen dritten Reisepartner, und zwar das Schaf. Ist der hier? Ja, der sitzt, die ganze Zeit. Sitzt hier schon die ganze Zeit. Ja, hi Schaf. Das ist unser Schaf. ja. Das ist unser Küken hier, ja, der auf unserer gesamten Reise dabei ist. Und eigentlich ist das so ein Reisekissen. Ein Reisekissen. Okay. Also, so geht er eigentlich an den Hals. Ach, so geht das, okay. Sein gutes Kissen dabei. Ja. Und ja, den hat Olga schon ein bisschen länger. Ja, den hatte ich irgendwann vor, ich würde sagen, vor 15 Jahren in Israel gekauft. Okay. Ja, bei meiner Großeltern. Meine Großeltern wohnen in Israel. Und genau, und dann habe ich Schafe in einem Laden gesehen und er musste mitkommen. Ja, wer kann da widerstehen? Und dann hat irgendwann, als wir uns kennengelernt haben, Michel den kennengelernt, und seitdem ist Liebe zwischen uns, mir und Schaf, ist auch nicht mehr so stark wie zwischen den beiden. Schaf, mein bester Freund. Ja, der ist auf jeden Fall immer mit dabei und taucht ab und an auch mal irgendwie auch Fotos auf und ja, wird auf jeden Fall jede Nacht von mir auch immer als Kopfkissen benutzt. Also ja,
Und witzigerweise ist er auch so ein bisschen als Puffer zwischen uns, würde ich sagen. Mhm. Wenn man 24 Stunden immer zusammen unterwegs ist, ab und an kommen wir so auf die Spannungen. Und eine dritte Person zu haben, auf den man irgendwas schieben kann, ist auch sehr praktisch. Deswegen, genau. Immer wenn irgendwas schief läuft oder irgendwas nicht richtig gemacht wird, das war scharf natürlich. Scharf stellt immer viel an, ja, absolut. Ja, voll interessant, dass der jetzt schon 15 Jahre bei dir ist, Olga. Mich hat es immer interessiert, weil er den ja ab und zu mal in Videos zeigt und weil er auf den Postkarten immer drauf ist und so das Schaf. Ja, auf den Postkarten ist er auch drauf, natürlich, genau. Ja. Absolut. Und ich glaube, das Schaf, das chillt auch manchmal und ihr arbeitet dann, glaube ich, da gibt es auch irgendwie so ein, ihr habt so ein witziges Bild gemacht irgendwie, wo das Schaf irgendwie so auf der Liege liegt und ihr seid so schwitzend am Arbeiten. Also, ja, ja. Das hat mich jetzt voll interessiert, was so der wie ihr den halt kennengelernt habt, wie ihr den bekommen habt. Also, coole Sache. Ja, der ist immer am Start. Ja, passt auch gut zu euch, das Schaf. Sehr gut. Ja, jetzt sind wir so langsam auch am Ende angelangt von dem Interview. Also vielen Dank auch für die ganzen Tipps. Voll sympathisch. Also mir hat es echt riesengroßen Spaß gemacht. Gibt es noch irgendwas, was ihr sagen wollt, so zum Abschied? Und ja, wie können die Leute euch denn erreichen? Ja, okay, erstmal auch von uns vielen Dank. Das war ziemlich toll. Ein paar gute Fragen dabei. Auch ein paar Fragen, die wir so vielleicht noch nicht wirklich beantwortet haben. Sehr spannend auch für uns, das Ganze dann immer nochmal zu reflektieren, weil wir denken uns natürlich auch nicht irgendwie den ganzen Tag Fragen aus und überlegen uns immer alles Mögliche, was wir so erlebt oder gemacht haben oder wie wir das alles angestellt haben. Da muss ja auch immer mal vielleicht eine dritte Person von außen auf uns zukommen und diese Fragen stellen. Das war sehr nett. Und ja, das kann man den Leuten sagen, lebt einfach eure Träume. Wenn ihr irgendeinen Traum habt, wenn ihr irgendeinen Wunsch habt, was ihr unbedingt machen wollt, dann macht das einfach. Es kann eigentlich nicht so viel schief gehen. Und wenn es schief geht, naja, dann muss man es halt irgendwie nochmal probieren. Aber im Endeffekt, wenn man sein ganzes Herz blüht und sein ganzes Können und seine ganze Leidenschaft irgendwo hineinsteckt, dann wird es einfach gut gehen. Und es wird was Tolles bei rauskommen und es wird eine schöne Erfahrung werden in deinem Leben. Also geh einfach raus oder rein oder wo auch immer du hin möchtest oder was auch immer du machen möchtest und tu es einfach. Das wird sich lohnen, da bin ich mir ganz sicher, da sind wir uns ganz sicher. Und ja, wenn ihr Zuschauer noch ein paar mehr Bilder oder Videos oder Blogartikel von unserer Reise sehen wollt, also ja, wir sind unter dem Namen Rausgefahren unterwegs, der jetzt ja auch schon ein paar Mal gefallen ist. Also wir haben einen Blog rausgefahren.de und wir haben Facebook und Instagram und YouTube jeweils auch mit dem Benutzernamen rausgefahren. Und falls noch irgendwie Fragen per E-Mail oder sowas gestellt werden sollen, könnt ihr uns auch eine E-Mail an info@rausgefahren.de schreiben. Oder halt ja auf dem Facebook oder Instagram Messenger oder in den YouTube-Videos als Kommentar. Überall alles am Start. Ja, wir freuen uns. Absolut. Ja, ich mich auch. Und ja, ihr habt es ja gehört, Zuschauer. Also wenn ihr Fragen habt, einfach mal auf den YouTube-Channel gehen. Ist auch unten alles nochmal verlinkt, wie ihr die beiden findet. Und ja, ich würde sagen, echt cooles Abschlusswort. Schönes Interview. Ich glaube, damit ist eigentlich alles gesagt. Vielen Dank. Und machen wir hier einfach mal einen Strich drunter. Ja. Auf jeden Fall, Leute, Video noch liken. Das ist auch ganz wichtig. Und genau. Also vielen Dank für das Interview. Vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ciao. Sehr gut. Cool, ja.